Willkommen zu einer neuen Folge von Darksiders 3 und jetzt kriegt der Geld da vorne auf die Schnauze von mir. Ja, richtig, ich meine dich. Ich habe auch herausgefunden, wenn man jetzt normale Gegner anvisiert, dass man eine Lebensbalken angezeigt bekommt, was sehr praktisch ist. Ich habe nämlich vorhin nur die Bosse mehr anvisiert und da waren ja eh schon eine Lebensanzeige. Oh yeah, ausweichen, Junge. Easy. Bitch. So, was hat er bewacht? Belebungskern. War das nicht auch sowas, was der Typ da hatte? Was der Händler verkauft hatte? Das zumindest nirgendwo hier. Es war irgendwie was von wegen, dass meine Erholung oder sowas verbessert werden, also mehr Leben regenerieren oder sowas, glaube ich. Keine Ahnung. Noch so ein Süßer. Das ist im Gegenteil. Es könnte sich noch als nützlich erweisen. Hier werde ich wahrscheinlich nicht weiterkommen. Tja, und du musst jetzt da hinten hin. Perfekt. Nimmst du mich noch mal hoch am besten? Danke. Warum? Warum? Ich hätte vielleicht doch einfach Dark Souls nochmal spielen sollen, weißt du? Nur so Dark Souls 1 bis 3 durch. Und nein, es hat mir noch eine zusätzliche Erholung der Level im gegeben. Und das ist natürlich auch nice. Ich hasse es. Mann. Warum muss denn X die Angriffstaste sein? Ich muss mal eine Strichliste führen, wie oft ich die Angriffs- und die Ausweichtaste hier verwechsel. Können wir die ganze Seele am Arsch. Geil. Eine scheiß Peitsche da. Ja, komm. Zwei Tränke allein schon wieder bei dem verschwendet, Alter. Man gibt dir noch nicht mal gescheit Seelen. Bam, Junge. Weiter geht's. So, komm her. Jetzt stirbst du, Alter. So, der Typ steht sogar noch da. Geil. Warte mal, Seelen bleiben erhalten.
mir noch nie aufgefallen, Alter. Natürlich geil. So. Elektro ist einfach richtig geil, die Fähigkeit. So, was ist hier drin? Direkt ein Item, okay. Mittelgroße, Lurkerhaufen. Und es geht noch durch. Und da runter. Und da ist ein Shop. Natürlich sehr geil. 3000. Da soll ich ja mindestens mit den Hilfe von den Echos 2 Level bekommen. Sorge dafür. Wo das wird uns beiden Spaß machen. Ah, okay, Nummer 800. Ja, kann ich eigentlich die nehmen und dann noch eine von denen. Womit das wird uns beiden Spaß machen. Danke sehr. Wie du. 22 schon. ich würde sogar eigentlich gerne nochmal eine Schnellreise zu der Schmiede machen und gucken, ob ich nochmal die Peitsche upgraden kann. Schmiede ist erschaffer Star, ja. Oder vielleicht auch mal das sockelte Item in der Peitsche upgraden. Ey, yo, Mann. Wie kann mein da möchte wohl jemand mächtig aushalten, was? Natürlich nicht für blöd. Nochmal, oh, nochmal. Damit wirst du ordentlich Verwüstung an. Interessant. So, Verbesserung verstärken. Mal sehen, was ich für dich tun kann. So, nochmal höheren physischen und Magieschaden mit der Waffe. Wäre not bad. Und der Weg ist eigentlich egal, weil am Ende hat es dann eh beide Werte. Ja, dann komm. Eins meiner besten Stücke. Oh. Interessant. Viel Glück für euch. So, ich mache jetzt auf jeden Fall schon mal mehr Damage schon wieder. Das freut mich. Langlösche und dann Eiterbecken. Ja. Na 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 na. So. Da ist nix, okay. Kriegt ihr alle aufs Maul, Junge! Und nur noch zwei von denen. Geht doch. Da liegt was. Burgerhaufen. Da geht's hoch auf jeden Fall. Gehen wir da auch hoch, oder? Kommen wir da hoch überhaupt? Ne, kommen wir sogar nicht. Wir müssen wahrscheinlich in die Richtung gehen erstmal. Oder kann der... Warte mal, was ist eigentlich, wenn wir da B drücken? Gibt eine Taste, dass wir da hochklettern können. Ernsthaft? Ja.
Kannst du in die Richtung gehen? Und mit dir können wir doch bestimmt da dann hochgehen. Flammen. So, und... So. Aha. Oh, da hat's kurz geladen. Jetzt weiß ich auch, warum es kurz geladen hat, alle. Junge, willst du aus dem Maul, ne? Ich darf jetzt bloß nicht sterben. Ich habe nicht meine Ulti eingesetzt. Extra. Okay, hab's geschafft. Was für ein mieses Stück Scheiße, ey. Ja, das war irgendwie so klar, dass da ein Gegner stehen wird. Da ist sogar noch einer. Noch zwei. Ist aber kein direkter Weg hier, okay? Aber in die Richtung geht's. Alles klar. Jetzt zeigt auch der Totenschädel hin. Ja, komm her, Junge. Neben. Da lebt sogar noch alle. Jetzt aber tot. Oh ja, bleibt dort. So, was liegt da? Mittelgroßer Lurkerhaufen. Da ist nicht so ein fucking Engel hier auch noch an oder was? Ich hab doch die Taste gedrückt, sie hat sich den Heiltrank nicht reingezogen, Alter. Was soll denn das? Oh, von hier unten, echt jetzt? Oh. Die haben voll Dark Souls nachgemacht. Der frisst meine Blitze. Komm da runter, Junge. Hör auf zu blocken. So. Wenigstens steht das Viech da noch. Der kommt auch wieder. Den bekämpfe ich nicht nochmal, Alter. Wie sieht's denn aus? Jetzt kommt noch ein Engel vom Himmel. Ja. Komm hier raus. Put, put, put. Moment, erstmal heilen, ja?
Ja, komm, greif an. Neben. Meins. Und meins. Keine Gegner hier drin. Sicher? Da kommen doch bestimmt gleich welche runtergesprungen. Oder auch nicht. Weil die hier oben nicht auf mich warten. Neben. Ja, da kann ich mich ruhig mal voll heilen. Ja, ruhig Elektro aktivieren. Heilen und looten. Jungs-Can, okay. Na, 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 na. So, da kam ich ja hoch. Sonst noch irgendwas hier? Da hinten ist was. Da kann ich rübergleiten, safe, oder? Wobei. Ja, nee, aber ich kann darüber schwingen. Easy. So, und dann geht's hier runter. Oder raus. Wie gesagt. Okay, es gibt auch für die Käfer was anderes hier aufzuladen. Ah, so kann ich dann auch in die normale Form wieder gehen. So. Kaputt machen. Perfekt. Jetzt ist aber der Kevin natürlich mitgestorben. Also warten, dass er neu spawnt. Was ist hier hinten noch? Ein geiler Loot. Mensch und ein Item. Ja, ja, mach ich ja schon. Hier, ne? Tschüss. Diamantspartfragment. So, der Käfer ist jetzt vollgesaugt mit dem Ding. Kaboom. Okay. Mit dem Kevin werde ich ja wohl springen können, oder? Also mach mal los, hopp. S. Also nein, mit so einem Kevin in der Hand kann ich nicht springen. Die Tür kriege ich nicht auf und da draußen ist kein anderer Weg. Heißt, mir fehlt eine Fähigkeit. Muss ja. Wie soll ich hier sonst weiterkommen, ne? Frage ist natürlich dann, ob ich hier dann überhaupt noch weiterkomme, gerade jetzt im Moment. Scheint ja nicht so der Fall zu sein. Das würde ja auch heißen, dass ich hier quasi halt gar nichts mehr machen kann. Solange ich eine neue Fähigkeit habe. Ich kann höchstens noch da hinten gucken, was da beim Säurefeld war. Also wie geil ist das Feature, dass wenn ich einen Wasserfall, dass die Flammen vom Haar und sowas ausgehen. Aber hier komme ich halt auch nicht weiter.
Ah. War halt nur leider mein einziger Weg, wo ich wüsste, wo ich jetzt lang gehen soll. Womit das wird uns beiden Spaß machen. Ja, nochmal zwei Level. Wie du willst. So, Damage und Damage. Womit kann dir diese Bitte? Schnelle Reise. Lass dir Zeit. Hab ich hier einen Haven? Hatte ich ja schon. Da hatte ich. Es sind 6 Gebiete. Und es sind aber 7 Kreaturen. In der Unterwelt hatte ich jetzt schon Gear. Da ist aber auf jeden Fall immer noch eine. Fähigkeiten. Kann man des Fürsten des Abgrunds. Was ich hier noch machen kann, was mir gerade einfällt, ist, da war noch der eine Gegner, den ich damals nicht gemacht habe. Wo ich dann eingesperrt wäre mit dem. Den kann ich jetzt eigentlich wahrscheinlich klatschen. Also 3300, das ist schön. Einfach nochmal, dass ich hier alte Seelen finde. Ich hab grad voll aufs Maul bekommen von dem Wichser. Na, na, na. Wo könnte ich denn... Bitte, lass dir Zeit. Müsste halt natürlich noch irgendwo da unten lang gehen. Frage ist halt, wo genau? Weil ich weiß, dass da der eine Boss gammelt. Ich weiß bloß nicht, wie ich da hinkomme, genau. Weil ich muss irgendwie da rüberkommen. Ich tipp mal irgendwie, da auf der linken Seite gibt es einen Weg, weil es da nämlich auch so einen Höhleneingang da hinten gibt. Und diese Theorie muss ich halt erstmal beweisen, ne? Da hinten gibt es noch Sachen, aber da kann ich nicht hin. Das Gleiten reicht auch nicht aus. Das Gleiten ist Safe Call nur dafür gemacht, dass man quasi darüber, also über diese Windstürme da reiten kann. Hier geht's weiter. Könnte es weitergehen. Weil hier konnte ich vorher noch nicht durch, weil ich das Fahrrad noch nicht hatte. Da kommt der, Jungs. Ah, jetzt verstehe ich auch, für was die da sind. Das sollen keine Bedrohung sein. Aber die droppen gut von den grünen Lurkern, glaube ich, einfach. Die mir dann meine Lebensjolen da herstellen. Oder hier liegt auch einfach nur ein enges Artefakt. Verdammt. Ich dachte schon, hier wird es weitergehen. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo? Weil wenn man mit der Feuerfähigkeit raus soll, tut mir leid. Doch, geht. Wollte schon sagen. Oh. Huh.
Backtracking. Muss irgendwie auf die andere Schlupfzeile da kommen. Moment mal. Ich habe hier ja damals Zorn besiegt und wurde ja dann direkt zu dem Typen da in den Abgrund teleportiert. Vielleicht geht's hier ja noch weiter. Mal schauen, mal schauen. Hui. Ah ja, ja, ne? Können wir hier verschwinden? Die Gegenwart ist auch ohne die alten Sünden ermüdend genug. Aber jemand wird dafür bezahlen, was dem Tier angetan wurde. Sie werden. So, was ist da oben nämlich? Das damals hatte ich keine Gelegenheit, das jemals zu bekommen. Und wie es aussieht, hätte ich damals auch gar nicht hochgekommen, weil ich denke, ich die Feuerfähigkeit gebraucht habe. Aha. Ja. Ich muss aber jetzt auch dran gewöhnen, mit dieser also mit dem Anwesen zu arbeiten, weil an für sich ist es ein Riesenvorteil, wenn ich weiß, wie viel Leben die haben. Da ist halt dann die Kameras auch auf die dann fokussiert, daran muss ich mich gewöhnen. Ah, ich weiß noch damals, als ich hier 8-mal oder sowas lang gelaufen bin, um Zorn zu töten, ja. Ripp, mein Pferd. Donnerfähigkeit reaktivieren. Donner hat einfach die bessere Zornfähigkeit. Haben wir es gleichzeitig getötet? So was geht? Fuck off. Ich hasse es, wenn die Gegner diese roten Angriffe machen. Was ist nicht cool? Nicht cool at all. Aber bevor ich hier großartig noch weiterlaufe, würde ich sagen, dass ich hier Pause mache. Und wir sehen uns das nächste Mal. See ya!